Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Wir schreiben die 45. Kalenderwoche und das sind die Themen dieser Ausgabe. Zweite Basketball-Bundesliga. Die BBU Salzburg musste sich gegen die Mattersburg Rocks mit 65:81 geschlagen geben. U20 Red Bull Rookies Cup. Die U20 der Red Bull setzte sich im Heimspiel gegen ihre Altersgenossen aus Prag mit 4:2 durch und zweite Salzburger Eishockey-Landesliga. Der HC Senators feierte gegen den EHC Lokomotive Untersberg einen verdienten 15:1 Erfolg. Unser erstes Thema ist Basketball, denn da fand ja im Rahmen der zweiten Basketball-Bundesliga das Heimspiel zwischen der BBU Salzburg und den Mattersburg Rock statt. Und da die Mattersburger Meister sind, dürfte es eigentlich eine klare Sache sein und so war es auch. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Anfangsphase sind zum nächsten Mal die Mattersburger am Ball. Versuchen es mit einem Versuch, der nichts einbringt, jetzt aber die Salzburger Kontermöglichkeit. Allerdings verlieren die Salzburger wieder den Ball und somit kommt es zu einem Gegenstoß. Klares Foul und das gibt zwei Freiwürfe für die Mattersburger. Erster Freiwurf, ein Punkt. Der Ball ist im Korb und jetzt kommt der zweite, wird auch erfolgreich sein. Neuer Versuch, jawohl, der Ball ist drinnen, zwei Punkte für die Mattersburg Rocks. Jetzt aber wieder die Salzburger am Ball. Schöner Versuch. Außerhalb der 3-Punkte-Linie, immer noch die Salzburger und außerhalb der 3-Punkte-Linie. Versucht es, scheitern allerdings und zweimal gescheitert, der Ball geht nicht in den Korb. Jetzt aber. Schöner Versuch, die Salzburger versuchen es über die rechte Seite. Immer noch die Salzburger am Ball, wirft und drin ist er. 3 Punkte, ein schöner 3-Punkte-Wurf für die Salzburger, wirklich herrlich gemacht. Jetzt aber. Die Mattersburg Rocks am Ball. Der erste Schuss geht daneben und der zweite Versuch ist im Korb. 2 Punkte für Mattersburg und wiederum die Mattersburger am Ball. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Schöner Versuch, wirft auf, geht allerdings nicht in den Korb. Jetzt aber die Salzburger. Immer noch die Salzburger am Ball, versuchen es über die rechte Außenbahn. Und jetzt auf der linken Seite, Pass in die Mitte, rechte Seite, Wurf und Korb. Jawohl, 3 Punkte für die Salzburger, die damit an diesem Abend wirklich sehenswerte 3-Punkte-Wurf erreichen. Jetzt aber die Salzburger. Immer noch schön herausgespielt. Neuer Versuch, rechte Seite, wirft ihn auf und drin ist er. 2 Punkte für Salzburg. Schön herausgespielt. Und das ist der knappe Spielstand, 1:12 vor dem Ende dieses Viertels. So, das Schlussviertel. Wieder die Salzburger am Ball, versuchen es und drin ist er. 3 Punkte für Mattersburg und die Salzburger im Ballbesitz. Jetzt aber Schlussphase dieser Begegnung. Die Mattersburger am Ball, versuchen es und jawohl, 2 Punkte sind drinnen. Eigentlich an diesem Abend sehr viel und die Mattersburger gewinnen zu deutlich mit 81:65 gegen die BBU Salzburg, aber das Ergebnis entspricht nicht wirklich dem Spielverlauf. 65:81, so lautet das unerfreuliche Endergebnis zwischen dem BBU Salzburg und dem Mattersburg Rocks, die damit eine aufgrund des Spielverlaufes zu deutliche Niederlage einstecken mussten. Möglichkeit zur Rehabilitation gibt es für die Salzburger Basketballer bereits am 16. November um 19.30 Uhr in der Sporthalle Alpenstraße. Gegner sind dort die Timberwolves aus Wien,
die sich mit einigen Profispielern verstärkt haben, dass er in die Austrian Basketballliga, das ist die erste und höchste Spielklasse, in Österreich aufsteigen wollen. Ob es gelingt, wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Vom Basketballfeld kommen wir jetzt aufs Eis, denn da fand ja am vergangenen Freitag im Rahmen des Red Bulls Rookies Cup das Spiel der U20 des EC Red Bull Salzburg gegen den Altersgenossen des HC Sparta Prag statt. Wie dieses Spiel ausgegangen ist, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Anfangsphase dieses Spiels sind die Salzburger zunächst an der Scheibe. Schöner Pass. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Schuss und abgewehrt. Schöner Safe des Goalies von der Partner Prag. Jetzt allerdings die Gäste an der Scheibe verlieren sie an die... Nein, sie bleiben immer noch dran und das gibt jetzt einen Versuch. Jetzt allerdings die Salzburger. Tanken sich da ordentlich durch, sollten abziehen. Pass. Pass. Abgeblockt, kein Tor, Schuss und wieder herrlicher Save vom Gäste Kohle. Aber die Salzburger geben nicht ab. Schuss. Und da hatte der Kohle der Gäste einiges Mühe, den Puck wegzuholen. Jetzt aber wieder die Salzburger. Immer noch die Salzburger. Schuss. Schuss und abgewehrt. Das bringt nicht wirklich was. Jetzt aber. Wir befinden uns im zweiten Drittel. Die Salzburger versuchen es mit einem Querpass. Schöne Kontermöglichkeit. Fackelchen lange und Tor. Das war ein herrlicher Treffer für die Salzburger. Schön herausgespielt und keine Chance für den tschechischen Goal. Dann allerdings die Tschechen. Die Salzburger zunächst an der Scheibe verlieren sie an die Mannschaft des HC Sparta Prag. Schön herausgespielt. Das sind einige herrliche Szenen zu sehen. Jetzt aber die Tschechen, die einen Konter fahren. Kontermöglichkeit. Tauchen vom Tor von Philipp Zopf auf. Der erste Schuss geht noch neben das Tor. Und der zweite ist ein Tor. Der erste Treffer von insgesamt zwei an diesem Abend. Keine Chance für Philipp Zopf, da irgendetwas zu machen. Wir sind immer noch im Schlussdeckel. Die Tschechen an der Scheibe. Schuss geht allerdings daneben, denn die Verteidiger passen das sehr gut auf. Abgewehrt. Schuss. Und dieses Mal konnte sich auch Philipp Zopf im Tor auszeichnen. Jetzt aber. Die Salzburger versuchen es mit einem schönen Pass innerhalb der eigenen Verteidigungszone vorm Tor von Philipp Zopf. Ist nicht ganz ungefährlich. Aber wie gesagt, dieses Mal ist es ja noch gut gegangen. Jetzt allerdings die Tschechen. Immer noch die Gedränge. Das allerdings die Tschechen gewinnen. Schuss, aber der Puck geht nicht ins Tor. Salzburg gewinnt mit 4:2 gegen den HC Prag. 4:2, so lautete also der erfreuliche Endstand des U20 Eishockeyspiels, das im Rahmen des U20 Red Bull Hockey Rookies Cups in Salzburg gegen Sparta Prag stattfand. An dieser Stelle gibt es auch Erfreuliches vom EC Oilers Salzburg zu vermelden, denn die Oilers setzten sich in einem spannenden Auswärtsspiel gegen die EC Kapfenberg Bulls mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Auch einen Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle: am 18. November bin ich in der Eishalle Berchtesgaden um 19.45 Uhr als Tormann zu sehen. Gegner der Eisamigos sind das Farmteam der Nuracher Bulls. Wir werden natürlich darüber berichten und voraussichtlich gibt es sogar Fernsehbilder. Man wird auf jeden Fall sehen. Vom Red Bulls Rookies Cup kommen wir jetzt in die zweite Landesliga, denn da fand am vergangenen Samstag das Heimspiel des HC Senators
gegen den EHC Lokomotive Untersbergstadt. Und so viel kann ich verraten, es gab ein eindeutiges Ergebnis und was es genau ist, das erfahrt ihr natürlich im folgenden Beitrag. Tschüss und dann. Das ist ein herrlicher und es steht 1:1. Immer noch die Senators an der Scheibe. Befinden sich hinter dem Tor. Schuss und dieses Mal konnte sich Daniel Bummer auszeichnen. Ehrlicher Safe in diesem Begegnung. Dann allerdings die Senators im zweiten Drittel. Schöner Pass, versucht es. Er hat Glück geschossen, scheitert allerdings noch. Und der Puck bleibt irgendwie bei den Senators, die und auch ein Tor von Daniel Bummer unterbringen können. Wobei auch in diesem Fall zu sagen ist, dass der Römisch ab der Sonst war. Jetzt allerdings. Die HRC Lokomotive Untersberg Schuss und der Puck geht irgendwie unter die Querlatte ins Tor. Es steht ein einziger Gegentreffer zu Buche. Und dieser Gegentreffer, die für meine Begriffe doch etwas kurios, wie ich sagen würde. Aber das ist allerdings bringt dieser Schuss nicht wirklich was ein. Und so bleibt es auf jeden Fall bei dieser klaren Zwischenführung für den Gastgeber. Dann allerdings im Schlusstipp immer noch die Senators verlieren sie zunächst an den EHC Lokomotive Untersberg, erobern sich allerdings wieder zurück. Immer noch die Senators versuchen es jetzt allerdings eine schöne Aktion von Erwin Schmidt, der an diesem Abend eine ausgezeichnete Leistung bot. Schuss! Und vorbei! Immer noch Erwin Schmidt an der Scheibe. Versucht es. Schuss! Abgewehrt! Jetzt aber wir befinden uns nach wie vor im Flussdrücke. Sollte auch sein. Schuss und da ist ein weiterer Treffer. Keine Chance für Daniel Bummer und auf jeden Fall endete dieses Spiel. War vollkommen zu Recht und auch in dieser Höhe absolut verdient mit 15:1 für den ACS Hamburg und damit einen weiteren Sieg in dieser Begegnung einfahren konnte. 15:1, so lautete also der Endstand in dieser Begegnung des HCS Senators gegen die Mannschaft des EHC Lokomotive Untersberg. Die weiteren Ergebnisse der zweiten Eishockey-Landesliga: der EC Hallen Kaiser Chiefs besiegte den EHC Salzburg Süd mit 12:1 und auch die Mannschaft des EC Salzburg Devils war gegen den EC Hornet Salzburg mit 9:5 erfolgreich. Damit kommen wir zum Fußball und da gibt es aus der Regionalliga West folgende interessante Ergebnisse zu vermelden. Der SV Sickirchen trennte sich vom Wacker Innsbruck 1:2 mit einem 1:1 Unentschieden. Der FC Pinzgau verlor gegen die Salzburger Violetten mit 0:1. Der FC Liefering besiegte den USK Anef mit 3:0. Und der TSV Neumarkt verlor auswärts gegen den SC Bregenz mit 0:3. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Mir bleibt eigentlich nur mehr übrig, mich bei euch fürs Zusehen zu bedanken und allseits noch eine schöne Zeit mit dem Programm von FS1 zu wünschen. Die nächste Ausgabe gibt es wieder am kommenden Dienstag ab 17 Uhr. Wo natürlich hier bei uns auf FS1 und ja, ich wünsche euch bis dorthin, macht es gut, Servus, bis zum nächsten Mal, sagt euer Markus Dorn.